Jetzt bei Klinik am Südring, die Familienhelfer. Koffeintabletten. Ich frage dich jetzt nochmal, hast du tatsächlich keine von diesen Koffeintabletten genommen oder doch? Ja. Die 16-jährige Finja trinkt nach der Schule noch einen Kaffee, bevor sie nach Hause geht. Aber die Jugendliche erregt ungewollt Aufmerksamkeit. So, junge Dame, einmal die Rechnung. Das macht dann 2,70. Oh. Was ist dein Ernst? Das tut mir leid. Was ist los mit dir? Ich merke schon die ganze Zeit, du bist so... Entschuldigung. Jetzt, Emma, ist schon klar, dass das jetzt auch zahlen muss, ja, ne? Ja, klar. Was? Ich hab mein Geld vergessen. Und du hast dein Geld vergessen? Hä? Emma, willst du irgendwie mich verarschen oder willst du dich zeche pennen oder nein, so? Nein. Die Schülerin ruft ihre Mutter zu Hilfe, um die Rechnung zu bezahlen. Den Kellner beschäftigt mittlerweile aber viel mehr, warum das Mädchen so zittrig ist. Bis gleich, danke, tschüss. Sag mal, nimmst du irgendwelche Drogen oder nein, so? Weil nein. Das sieht irgendwie ziemlich danach aus. Nein. Ja, aber da versuchst du mich zu verarschen, oder? Nein. Scheiße. Ja. Dir geht's echt nicht gut, oder? Nein. Verarsch mich doch nicht. Nein. Okay, weißt du, ich geh kurz einen LTB rufen, okay? Ich komm gleich wieder, ja? Eigentlich wollte sich die Zehntklässlerin nach der Schule mit ihrer Mutter und einem Familienhelfer zu Hause treffen. Denn der Gymnasiastin geht es schon seit 2 Wochen schlecht, weil sie etwas Traumatisches erlebt hat. Sagst du uns mal deinen Namen? Finja, hör mir mal zu. Atme mal ganz ruhig. Ganz ruhig atmen. Wo ist die Mutter? Wie alt bist du? Ich bin 16. 16, okay. Finja heißt, du bist 16. Ist irgendetwas Schlimmeres hier passiert? Bist du umgekippt? Was liegt also denn da? Grade, was ist denn da? Koffeintabletten. Wie viele hast du für Tabletten genommen? Kannst du uns das sagen? Auch nicht? Komm, bleib jetzt mal. Versuch dich mal ein bisschen zu beruhigen. Alles gut, wir sind hier. Wir versuchen, dass es dir besser geht. Du musst uns jetzt nur sagen, wie viele Tabletten du davon genommen hast. Sonst können wir dir einfach nicht helfen. Was ist los? Was ist hier passiert? Hi, wir kennen uns ja schon. Hey, Schatz. Ich bin die Mama. Ich bekomme einen Anruf von meiner Tochter, dass sie ihr Portemonnaie vergessen hat. Und dann komme ich hierher in dieses Café und sehe sie da mit 2 Sanitätern am Boden völlig außer Atem, völlig fertig. Ich habe einen Schock bekommen im ersten Moment. Wobei es schon so ein bisschen zu den letzten Wochen passt. Also ich meine, die ist völlig durch den Wind. Die ist, fängt zu Hause aus heiterem Himmelstreit an. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Ne? Aber ich muss halt jetzt erstmal von den Sanis klären lassen, was da genau Phase ist. Warum sie Koffeintabletten genommen hat. Pass mal auf, Finja. Ich muss dir, das ist ganz gefährlich, was da hier drin ist. Ja? Zu viel davon, das kann nach hinten losgehen, das haben wir jetzt gerade erlebt. Du musst mir jetzt wirklich sagen, wie lange du sie schon nimmst, wie viele Tage und wie viel du vor allem davon genommen hast. Ich weiß nicht, ich hab einfach ein paar genommen. Okay, dann sag mir, wie viele Tage wenigstens. Ein paar Tage schon? Eine Woche oder so, ein bisschen länger vielleicht. Sie muss überwacht werden. Jetzt kann ich mitfahren? Sie können gerne mitfahren, aber das ist jetzt zu gefährlich. Dann machen wir das so. Ich bin jetzt eher durch Zufall hier, weil wir hatten eigentlich einen Termin. Ne? Okay. Dann machen wir das so. Wir telefonieren, wenn das morgen geht. Das kann ja jetzt wahrscheinlich noch keiner entscheiden. Dann treffen wir uns einfach morgen nochmal, okay? Am Morgen darauf kann Finja die Klinik verlassen. Zweifachmutter Ute fragt sich dennoch, warum ihre Tochter zu Koffeintabletten greift. In der Schule ist die 16-Jährige gut und zu ihrem Bruder Linus hat Finja ein inniges Verhältnis. Da die Schülerin aber beharrlich dazu schweigt, hofft die Alleinerziehende auf die Hilfe von Sozialarbeiter Johannes Tondera. Hallo, Herr Tondera, kommen Sie rein. Schön, dass es noch geklappt hat. Ja, so hatten kurzfristig. Wir so gesprochen, ne? Gehen Sie ruhig durch. Ja, einmal geradeaus. Finja sitzt noch hinten am Tisch. Wir waren gerade beim Essen. Okay. Ja, wie war es denn gestern noch? Hallo, Finja. Ja, es ist noch mal gut gegangen, ne? Sagen wir es mal so. Aber ich weiß ja nicht, wir haben uns gestern zwar gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ne? Ich war gestern auch dabei. Mhm. Und eigentlich war ich bestellt, dass wir uns ein bisschen unterhalten. Aber das haben wir dann ja logischerweise auf heute vertagt. Ne? Genau, der Herr Tondera ist von der Familienhilfe und
Ne, wir hatten das Thema ja gerade, dass du im Moment so ziemlich krass drauf bist, ziemlich schräg. Und das. Was machst du denn schon hier? Hi, Ben. Habt ihr nicht Schule? Nee, wir hatten früher aus, wir waren krank. Okay. Gibt's zu essen? Nur mal kurz, ne? Sie lässt dir wahrscheinlich was übrig, so wie es aussieht. Du weißt schon, dass die Lehrer, wenn ihr schulfrei habt, davon ausgehen, dass ihr lernt. Also mach das endlich mal. Ja, mach ich jetzt gleich irgendwann. Das wirst du schon wieder so. Ja, aber guck mal, du bist gerade reingekommen, ne? Und dann willst du direkt was essen? Kaum kommt Linus nach Hause, zickt Finja ihren Bruder wieder total an und tickt aus. Ich weiß nicht, was da los ist, was in sie gefahren ist. Ich hoffe, dass der Herr Tundera gleich zu ihr durchdringt und klären kann, was da bei ihr im Moment schiefläuft, wo ihr Problem liegt. Das muss ja irgendeine Ursache haben. Geh mit hoch, geh in dein Zimmer und lass mich mit dem Herrn Tundera das einfach in Ruhe. Nein! Also genau den gleichen Vorschlag wollte ich jetzt nämlich auch gerade machen, ne? Dass wir uns vielleicht erstmal so unterhalten. Ne? Gestern, setzen Sie sich ruhig. Ja, danke schön. Gestern hatten wir ja nicht so die Möglichkeit, ne, zu sprechen. Was mir halt wichtig wäre, das mal zu erfahren. Ich habe ja jetzt diesen Streit mitgekriegt und so, ob das öfter vorkommt. Ne? Vielleicht ist das ja auch schon irgendwie das Problem, dass sie sich nicht mehr gut verstehen oder so, die Geschwister. Wie lange ist das denn schon so? Das geht jetzt die letzten 3-4 Wochen so. Also das ist vom Prinzip ja klar, pubertäre Phasen gibt es immer und es gibt auch mal Gezicke, aber nicht in diesen Maßen. Ich hatte eigentlich gedacht am Anfang, das käme von der Mathearbeit, was auch untypisch für sie ist, weil ihr normalerweise das Lernen total leicht fällt, ne, im Vergleich zu Linus, wo dann eher immer so, ne, der, ja, den wirklich triezen muss zum Lernen. Und was war denn mit der Mathearbeit? Sie hat sie versemmelt. Ah ja, okay. Sie hat sie schlichtweg versemmelt. Und ich dachte eigentlich, das kommt daher, weil sie wirklich auch so gestresst wirkt. Ich wollte natürlich rauskriegen, ob es tatsächlich an der Schule liegt, dass Finja so nervös ist und diese Koffeintabletten nimmt und schlecht drauf ist, ob es was mit der Klassenarbeit zu tun hat, von der die Mutter gesprochen hat. Dazu habe ich mal alleine mit ihr im Zimmer gesprochen und habe einfach probiert, ob ich da was rauskriege. Sollen wir mal reingehen? Also, wenn es sein muss, schon, aber ich habe jetzt eigentlich auch nicht so viel Lust. Ja, ich hab mir ein kleines Spiel überlegt. Vielleicht hast du ja Lust, mal kurz was, ja, okay, zu machen. Dann, das dauert auch nicht lange, ne? Also, pass auf. Ich überlege natürlich, ich bin ehrlich, ne? Ich überlege mir natürlich, wie es dir so geht, wo du Schwierigkeiten hast, ne? Warum du diese Tabletten nimmst, ne? Hast du denn jetzt eigentlich auch gerade eine Tablette genommen, oder? Mm-mm. Mm-mm. Okay. Und da würde ich gerne ein Spiel mit dir machen. Ne, da brauchen wir ein Kissen zu. Und ich sehe, du hast eins zur Verfügung. Darf ich das mal nehmen? Ja. Okay. Und das braucht man natürlich dafür, weil wenn ich dir die Fragen stelle und du auf der Stelle joggst, ne, dann ist es so, dass du für Nein das Kissen wegwerfen kannst, also wegstoßen kannst. Und wenn du eine Antwort, also wenn du eine Frage mit Ja beantwortest, dann musst du es einmal festhalten, okay? Alles klar. Okay. Gut. Dann legen wir mal los, ne? Am besten gehst du noch ein Stückchen weiter zurück, sonst ist es ja zu einfach, ne? Okay, dann kannst du mal anfangen. Hast du Schwierigkeiten in der Schule, speziell in Mathe natürlich? Okay, dann hast du Schwierigkeiten in deinem näheren Umfeld, also in deiner Familie? Hast du ein bisschen Angst vor jemandem in deinem näheren Umkreis, also in deinem Bekannten- und Freundeskreis? Ja, okay. Dann nochmal zurück. Hast du ein bisschen Angst vor deinem Bruder? Also, das kann ich gerade echt nicht mehr. Okay, ich hätte noch eine Frage gestellt. Und zwar, ich frage dich jetzt nochmal, hast du tatsächlich keine von diesen Koffeintabletten genommen oder doch? Ja. Ich habe vielleicht noch mal. Du kannst ruhig ehrlich sein. Ja. Ich mache dir keine Vorwürfe. Für mich ist es nur wichtig, dass ich das weiß, um zu gucken, was wir machen können, damit es dir besser geht. Ne? Hey, was soll das? Kannst du nicht erst mal fragen? Brauchst du mal eben, ne? Ja, sag mal. Als der Bruder ins Zimmer kam und sich ein Kabel ausleihen wollte, da hat sie sehr, sehr merkwürdig reagiert. Sie machte direkt einen zurückhaltenden Eindruck, hat das Kissen vor sich gehalten, als wenn es ein Schutz wäre. Ich habe dann auch gesagt, dass ich mit dem Bruder auch noch mal sprechen wollte, also mit allen gemeinsam. Sie sollte den Bruder aus dem Zimmer holen. Das hat sie nicht getan, sondern war eher ängstlich, so dass ich diese Aufgabe übernehmen sollte. Linus, danke, dass du gekommen bist. Ich
Tu das halt mal. Also ich hab, worum geht's eigentlich? Ja, ein bisschen auch um dich. Ne? Also ich habe mir überlegt halt, woran kann es liegen, dass deine Schwester im Moment so das Verhalten hat und da ich euren Streit gesehen habe. Das wisst ihr immer. Ja, ich habe aber auch... Was, so bin ich nicht immer. Sagst du jetzt? Seit der Party ist nichts mehr so, wie es war und... Moment, stopp mal. Welche Party? Es waren ein paar Kumpels hier, wir waren hier ein bisschen, haben ein bisschen Musik und ein bisschen was getrunken. Kleines bisschen was getrunken. War die Party? Als du und Papa weg warst. Also ich möchte gerne, dass die Finja mir jetzt mal die Geschichte mit der Party erzählt. Ich finde das gut, dass du das angesprochen hast. Und wenn alle damit einverstanden sind, und das setze ich jetzt einfach mal voraus, hören wir erstmal nur zu, okay? Ich bin halt was früher ins Bett gegangen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte und ich hatte auch schon ein bisschen was getrunken. Und auf jeden Fall, keine Ahnung, dann, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war anscheinend jemand in meinem Zimmer und hat mich fotografiert. Von meinen Freunden? Ein Foto? Ja. Wie ich geschlafen habe. Und der hat mir dann so, keine Ahnung, mir so geschrieben, ja, du bist so süß, wenn du schläfst und so. Und keine Ahnung, ich kann halt seitdem nicht mehr gut schlafen, weil ich Angst habe, dass er wieder in mein Zimmer kommt und irgendwas mit mir macht, wenn ich schlafe oder so. Wer hat dir dieses Bild geschickt? Ben war das. Ben. Ben, der gerade oben ist. Ja, Mann. Der gerade oben in meinem Zimmer sitzt. Ja, warum, Ben! Warum glaubst du mir nicht, Mann? Ben, komm mal runter. Zeig mir dieses Bild. Aber ich will. Zeig mir dieses Bild. Ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Ben, wir unterhalten uns die ganze Zeit darüber, was auf dieser Party passiert ist. Und die Finja sagt, du wärst in ihr Zimmer gekommen, hättest sie beim Schlafen fotografiert und hättest ihr das Bild dann auch geschickt aufs Handy. Stimmt das? Das stimmt. Warum hast du das gemacht? Ich kann seit Nächten nicht mehr schlafen, weil immer, wenn du hier bist, ich Angst habe, dass du wieder in mein Zimmer reinkommst. Was hast du dir dabei gedacht, Junge? Von meiner Schwester? Meine Schwester! Verstehst du jetzt, warum ich keine Partys in meinem Haus will? So, jetzt Moment. Also, jetzt möchte ich von dir hören, warum du das gemacht hast, was der Hintergrund für dein Verhalten da ist. Ich bin in Finja verliebt. Ja. Und ich habe mich nicht getraut, sie persönlich selber anzusprechen. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also, ich glaub dir das, ne? Warum solltest du das sonst sagen? Aber man geht doch nicht zu einer anderen Person ins Zimmer und fotografiert die beim Schlafen. Finja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich wollte dir keine Angstzustände zubereiten. Ich denke, es ist besser, du gehst heute auch nach Hause. Du wirst die nächste Zeit mit Sicherheit nicht in meinem Haus schlafen. Sicherlich nicht. Letztendlich ging es ja auch um den Konsum der Koffeintabletten. Und ich glaube, dass die Finja diese jetzt nicht mehr braucht. Denn sie weiß ja jetzt, dass sie in Ruhe schlafen kann und sich nicht unbedingt wach halten muss. Die 16-Jährige verbringt endlich wieder erholsame Nächte. Ihr Bruder Linus bricht den Kontakt zu Kumpel Ben ab.